Grüß Gott. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass ich Sie jetzt einmal persönlich kenne, denn ich habe Sie gewählt damals. Ja, das freut mich. Dankeschön. Das habe ich gerne gemacht, weil man dachte, endlich eine Dame. Leider haben nicht alle oder nicht viele so gedacht. Grüß Gott. Ich freue mich immer drauf, weil ich eben jemanden kennenlerne und ich meine, das ist jetzt mein drittes Tischgespräch und das sind immer sehr bereichernde Begegnungen. Immer ganz eine ganz andere Umgebung, es ist nicht gleich, ganz unterschiedlich. Ja, da bin ich einfach neugierig, lass mich darauf ein, versuche auf die Menschen zuzugehen, ja, sie kennenzulernen in dieser kurzen Zeit. Wo sind Sie aufgewachsen? In Wien? Ein Gmunden? Mein Gott, das ist eine schöne Stadt, Gmunden. Ja. Und darf ich du sagen? Ja. Und wie heißt du? Ich heiße Laura. Und du gehst in die Schule? In die Handelsakademie, ja. In die Handelsakademie. Ja. Aber jedenfalls, du interessierst dich sehr für andere Menschen offenbar. Ja, das schon. Ne? Weil also ich bin auch so eine Person, wenn ich irgendwie in einer Gruppe bin, ich rede sehr viel mit vielen verschiedenen Menschen, mir ist das wichtig. Auch viele verschiedene Meinungen einzuholen. Ich glaube, dadurch bin ich sehr offen und schön. Neugierig. Zertreten kann, dass ich mich waschen kann. Wir hatten über 300 Einladungen und dann haben wir pro Bundesland eine Gastfamilie ausgelost und ich fahre sogar nach Zürich, weil wir auch eine Anmeldung aus Zürich bekommen haben und hat dem jemand gesagt, eigentlich sind die Auslandsösterreicher das 10. Bundesland und die müssten wir dazu nehmen und wenn ich in Vorarlberg bin, dann fahre ich auch nach Zürich. Kinder sage ich immer, dass ich dann wieder die 10. Also das ist die größte Herausforderung überhaupt, ne? Wie man die Demokratie am Leben erhält. Eigentlich geht es um das. Ne? Ja. Also wir sind wirklich in einer Situation, wo man fragen muss, ob nicht die Demokratie sich selber abschafft. Ne? Indem, so wie Trump in Amerika oder Erdogan in der Türkei oder vielleicht die Frau Le Pen in Frankreich, wissen wir noch nicht, ne? Jemand an die Macht kommt, der letztlich ein autoritäres Regime dann einführt. Es sind viele Themen aufgegriffen worden, über die man sonst mit einem politisch denkenden oder interessierten Menschen gar nicht sprechen kann. Ich finde, das ist eine ganz tolle Frau. Ihre Persönlichkeit und ein herzlicher, warmer Mensch, warmherzig. Ihr Kleine nehme ich sehr gern. Ich habe unten die Torte. Dankeschön. Wollen Sie ja, Sie sind nicht prachtvoll. Dankeschön. Das geht schon. Ja, aber ich brauche es gar nicht. Was das Schöne schon war am Wahlkampf, das muss ich zwar schon sagen, dass ich vielen Menschen begegnet bin, die ich sonst nie kennengelernt habe, hätte. Und das waren schon sehr schöne Erfahrungen. Und diese Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen, die habe ich auch jetzt.